Ich mag es, wenn die Welt sich so uns öffnet. Die Frage ist, wo ist unsere Heimat? Wo ist unser Zuhause? Wo wohnen wir und wer sind wir? Was tun wir? Warum tun wir das, was wir tun? Und warum brennt da alles? Jetzt mal ernsthaft, wo wohnen wir? Wo war das Haus? Hier laufen wir, glaube ich, voll in die falsche Richtung. Oh Gott, Creeper, Skelett, alles. Oh. Das war knapp. Lauf, liebes Minecraft-Männchen, lauf. Eine Hexe, na perfekt. Läuft ja immer besser. Ich sehe das schon, wir werden wieder elendig verrecken. Ich laufe erstmal ziellos in der Gegend umher. Weil ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Dadurch, dass die Welt sich ja auch mal nur so halb aufbaut. So, wir haben noch nach einer Höhle gesucht, ne? Oh shit, ey. Arschkarte haben wir ja aber richtig. Hier sind wir schon mal lang gelaufen. Wie kam denn der Berg? Diesmal gehen wir nach rechts. Links, meine ich. Mitte, geradeaus, rechts, oben. Hier und da, irgendwo und überall. Schaufel. Schaufel, Schaufel. Uns einen kleinen Überblick verschaffen hier. Auf dem Baum. Da oben steht ein Skelett. Wird uns der Hunger in die Knie zwingen? Oder werden es Skelette, Zombies und Creeper sein? Man weiß es nicht. Aber wir geben nicht auf. Wir rennen um unser Leben. Die Prärie entlang. Oder hier den komischen, da ist ein Skelett. Dem weichen wir aus. Hier sind Zombies und Skelette. Und noch mehr Zombies. Aua. Jetzt müssen wir langsam echt mal gucken, dass wir hier wirklich wieder irgendwie mal einen sicheren Ort finden. Und wir gehen jetzt hier rein. Jetzt reicht's mir. Hier ist Eisen. Doch wir müssen weiter. Noch mehr Eisen. Und wir rennen immer weiter, immer tiefer in die scheiß Höhle da rein. Okay. Machen wir so. Und dann sammeln wir hier das Eisen ein. Was nicht gerade wenig zu sein scheint. Ich habe bewusst jetzt erstmal hinten die Ecke zugemacht, damit wir nur von einer Seite aus angegriffen werden können. Man weiß nie, wann sie kommen. Werden sie kommen, werden sie nicht kommen. Man kann nur munkeln. Doch wir kämpfen um unser Überleben. Allein gelassen, in der Dunkelheit. Und so wartete er ab. Ob er jemals das Tageslicht wieder erblicken würde. Würde die Höhle sein Grab werden? Oder nicht? Ja, am Arsch. Die ganze Zeit suchen wir hier so eine Kackhöhle und jetzt haben wir hier eine, oder was? Jetzt, wo wir keine Kohle mehr haben. Keine Fackeln. So, jetzt haben wir wieder Fackeln. Nein! Und so verschloss er seinen einzigen Pfeil. Nein, er hatte noch einen. Das war der letzte. So. Wir haben auch keine Wolle bei oder so. Wir können uns nicht mal ein Bett basteln. Da ist noch Eisen. Mann ey, so sollte die Höhlentour jetzt aber nicht ablaufen. Vor allen Dingen, ich weiß auch gerade nicht die... Ich weiß zwar, wo unser Haus ist. Bloß habe ich die Koordinaten nicht im Kopf. Verdammt. Können wir auch nicht alles merken. Da ist noch Eisen. Eisen, meine Freunde der Sonne. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Das war's, glaube ich. Ja.
Das war's mit dem Eisen. So, wo jetzt hin? Du Scheiße, das ist wieder so eine Höhle, wo du dich schön verlaufen kannst drin. Am Arsch. Ein Zombie näherte sich ihm. Doch er hatte die höher gelegene Position. Und so war es ihm ein leichtes zu entwischen. Ein Fluss. Ein Wasserfall. Pilze. Die er mitnahm. Da konnte man sich eine schöne Pilzsuppe kochen. Vielleicht eines Tages. Wenn die Vorräte knapp wurden. Hallo, Herr Endermann. Ich muss nur mal kurz... Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Ich will doch nur das Eisen. Lass mich in Ruhe. Da waren wir. So. Und so fackelte er nicht lange. Und setzte diese beherzt. Irgendwo random hin. Hör ich einen Slime? Die ja jetzt eigentlich quasi überall erscheinen. So in Sumpfgebieten vor allem. Da hatte sich ein kleiner Ruckler eingeschlichen. Oder ist das das Lied? So. Oh Gott. Diese Höhle macht mich fertig. Diese Höhle macht mich fertig. Ich hasse es. Ich gehe nie wieder in Höhlen. Nie wieder. Dann haben wir halt keine Kohle und kein Eisen. Und keine Diamanten. Wer würde dieses Duell gewinnen? Der Bogenschütze. Oder die Bogenschützin. Oder ich. Ganz klar ich, weil ich einfach mal immer bin. Hoffe ich doch. So. Alter, diese Musik. So, hier ist noch mehr Eisen. Und ich würde sagen, dann begeben wir uns auf den Rückweg. So ganz langsam. Das wäre einfach mal besser. Obwohl, ich weiß nicht. Was sagt denn unser Holzvorrat? Ja, wir müssen uns leider Sticks draus machen. Und noch ein paar Fackeln. So, 50 Fackeln. Na, damit kann man noch arbeiten. Die Frage ist, wo sind wir hier überhaupt? Da ist noch ein Zombie? Zwei Zombies? So. Dann hätten wir das auch. Das Eisen snacken wir uns noch weg. Weg. Jetzt haben wir natürlich schöne Sticks bei, aber keine, nicht mehr genug Holz, um uns eine Werkbank zu machen. Wir hätten uns noch eine Werkbank mitnehmen sollen. Verdammt. Na gut, jetzt ist es eh zu spät. Jetzt werden wir hier eh elendig verrecken. Kein Problem. Ausgang! Doch nicht. Doch, hier ist Tageslicht. Ist eindeutig. Eindeutig Tageslicht. Sehr gut. Sehr gut. So, dann werden wir mal gucken. Ach komm, wir nehmen die Kohle auch noch mit. Wenn wir schon mal dabei sind. Nehmen wir alles mit, kein Problem. Brauchen wir eh. Obwohl wir jetzt so gut zwei Stacks Kohle haben, das dürfte dann, glaube ich, hoffentlich erstmal eine Weile reichen. So, und das war dann unsere letzte Spitzhacke. So, ja, toll, jetzt hier so ein riesen Kohlevorkommen natürlich. Wie wär's denn mal mit so einem riesen Diamantenvorkommen? Das wäre geil. Oh ja, das wäre geil. Quasi und dann, okay.
Müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier hochkommen. Da oben ist auch noch Eisen. Ich würde sagen, wir basteln uns hier hoch. Ist ja alles kein Problem. Wir sind ja voll ausgerüstet mit unserer komischen Spitzhacke hier. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel Eisen haben wir denn? 50. Das könnte ganz knapp reichen für eine Rüstung. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel brauchte man denn für eine Rüstung? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es voll vergessen. Wie gesagt, ich habe ja schon eine ganze Weile lang nicht mehr... Also ich habe Minecraft schon gespielt. Aber halt nie im Survival-Mode. Sondern halt so im anderen Modus. Da ist unser Haus. Wie geil. Wie geil. Oh, wir finden nach Hause. Instant. Am Arsch. Wir haben keine Axt. Ey, es gibt schon nicht. Ey, verdammte Scheiße hier. Okay. Gut, wir haben also keine... Ja. Wir haben also keine Axt. Wir haben nichts. Aber wir haben unser Zuhause wiedergefunden. Und wir wissen jetzt auch, wo dieser Höhleneingang ist. Der ist nämlich quasi genau da. Perfekt. Guck mal, hier ist Kohle. Am Arsch. Hier ist auch Kohle. Am Arsch. Überall Kohle am Arsch. Aua. Okay, dann graben wir uns hier wieder. Wir graben uns nicht hoch. Wir begeben uns hoch. Wo ist unser Haus hin? Ach, da drüben. So. 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 Autsch. Stein. Eisen rein, Kohle rein und in den anderen Ofen auch Kohle rein. Warum brät es nicht? Doch, es brät. Gut. Alles klar. Haben wir das auch. Hier Schwarzpulver und so, das kann alles da rein. Cobblestone, den können wir gleich wieder rausnehmen. Wir bauen uns noch ein paar Öfen jetzt. Wir bauen uns hier eine riesengroße Ofenwand. Nein, machen wir nicht, aber ein paar Öfen bräuchten wir schon noch, damit das hier alles ziemlich zügig ZZ, ne, so vonstatten geht. Und in der Zeit, wo das dann hier... Ach ja, das ging ja nicht so. Nochmal so. Machen wir das so. Hier den Stone rein. Dann machen wir hier nochmal 8 rein. Machen dann hier den rein. Und dann... Ja, hauen wir hier noch so ein bisschen was rein. Steak, Brust, Schwein, Rindfleisch. Hatten wir das nicht hier? Ist das Schweinefleisch? Ja, dann kann man das ja auch noch reinhauen. Sehr gut. So, wir brauchen Holz. Holz, 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 Holz. Und aus dem Holz machen wir uns ein paar neue Sticks. Ach ja, wir hatten ja noch Sticks. Ah. Am Arsch. Jetzt haben wir natürlich alle Steine. Ach nee, wir haben ja das Eisen. Wir haben das Eisen. Wo habe ich es hingetan? Da ist es. Spielekunst. Yay. So, daraus machen wir uns jetzt eine Spitzhacke. Vorläufig, so. Daraus machen wir uns ein Eisenschwert. So. So. Ja, komm. Scheiß doch der Hund drauf. Machen wir uns eine Eisenaxt draus. Stirbt irgendwo ein Zombie? Man weiß es nicht. Okay. Den Rest packen wir hier rein. Das kann da rein. Der Stein kann da auch rein. Die Kohle kann da erstmal rein. Die Erde kann da rein. Die Steaks. Nein! Am Arsch! Scheiße, was sind wir denn jetzt hier? Wo sind wir? Ach du Kacke. Wisst ihr, wie weit das entfernt war? Die Z-Achse war 6000. Soweit ich weiß. 6046 oder so. Sollen wir jetzt echt so lange in die Richtung laufen oder was? Am Arsch. Am Arsch. Ey, ich hasse diese Creeper, diese Drecksvieh. Fuck. Oh, nee. Krieg ich Aggressionen. Also ich weiß ja genau, wo es ist. So ist es ja nicht, ne? Das Lustige ist, bis wir da sind, sind alle Sachen despawned. Ich glaube, der hat die ganze Ofenwand weggerissen. Verstehe aber jetzt auch nicht. Anscheinend hat er auch unser Bett erwischt. Finde ich nicht so pralle. Scheiße, ey. Toll.
Super, Hammer, geil, yay. Und es wird Nacht. Das heißt, wir können noch mal uns unterwegs hier irgendwie... Scheiße, ein Dreck, ey, ist das eine Kacke. Das regt mich gerade richtig auf. Das regt mich richtig auf. Vor allem, es wird schon wieder dunkel. Es wird dunkel, wir haben nichts zu essen, wir haben keine Schlafmöglichkeit. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht, das ist... Oh, hab ich jetzt überhaupt kein Verständnis für. Nee, 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 nee. So viel Sand und keine Buddelförmchen hier. Ach, Mann. Ja, da werden wir auf jeden Fall eine ganze Weile unterwegs sein jetzt, ne? Vielleicht finden wir unterwegs ja was. Ich meine, uns wird der Hunger... Da sind noch mehr Creeper. Ist ja kein Problem. Warum auch? Scheiße. Wie sollen wir die denn alle umgehen? Das überleben wir doch gar nicht. Vielleicht sollte ich auch nicht so viel rennen. Bevor uns der Hunger in den Tod treibt. Da, Schweine. Schweine sind immer gut. Stirb. Sehr gut. Okay, wir schnappen uns hier mal ein bisschen Holz. Dann können wir uns erstmal ausrüsten, bis wir hier wieder zu unserer Ursprungshütte kommen. Na toll. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Bett. Also brauchen wir wieder 3 Wolle. So. Zack. Das gute Akazienholz. Was ja auch neu ist. Was mich aber gerade herzlich wenig interessiert. Scheiße, ey. So. Kann man sich nicht eine Holzrüstung basteln oder so? So. Nehmen wir uns noch mal ein paar Schaufeln mit hier. Ja, komm, ein Schwert geht noch. Schwert, Löffel, wie auch immer. Ach ja, und eine... Dafür haben wir nicht genug. Okay. Für die Axt. Okay. Auf jeden Fall müssen wir erstmal ein paar Schweine killen. Damit wir genug Schweinefleisch haben. Da kommt ein Zombie. Stirb. Und noch ein Skelett. Die Frage ist von wo? Ach, von da. Toll, wir essen jetzt hier rohes Schweinefleisch, oder was? Da kommt schon der nächste Zombie. Ja, wenn es nicht klappt, dann klappt's nicht. Okay. Wir müssen uns auf jeden Fall... Oh, ich war noch nie so froh, einen Enderman zu sehen, weil irgendwie sind die quasi am harmlosesten. So. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt erstmal hier. Na, ist ja auch Blödsinn. Auf jeden Fall erstmal Inventar sortieren hier. Das machen wir so. Das kommt hier hin. Werkbank, die Samen brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ja komm, es bringt nichts. Was sollen wir denn jetzt hier ausharren? Die ganze Nacht oder was? Ist doch scheiße. Okay. Wir laufen in die falsche Richtung. Hier ist die richtige Richtung. Das ist die richtige Richtung. Eine Axt haben wir jetzt nicht bei, aber es ist auch nicht so schlimm. Die Schweine nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Da ist noch ein Zombie. Ich glaube, der hat uns schon gesehen. Ja, hat er. Aber es ist kein Problem. Zumindest haben wir jetzt ein Holzlöffelschwert. Scheiße. Da kommen noch mehr Zombies.